Gestern Theresa May mit ihrem Statement zum Brexit, morgen die erste EZB-Sitzung des laufenden Jahres und am Freitag wird auch noch der 45. US-Präsident vereidigt. Es ist also eine sehr, sehr spannende Handelswoche, die einem fast schon ein wenig den Atem raubt. Was Anleger in Stuttgart damit machen, das wollen wir heute einmal mehr erklären mit Norbert Paul von der Börse Stuttgart. Norbert, wenn wir auf den DAX schauen heute, plus 0,11% aktuell. Es sieht ein wenig so aus, als würden die Anleger erstmal noch Mario Draghi und Donald Trump abwarten, oder? Ja, es scheint vor allem so zu sein, als würden wir so diese... Zu Jahresbeginn hatte man die Hoffnung, es gibt eine Dynamik, aber es scheint schon eher so, als würden wir uns ein paar Punkte höher jetzt quasi wieder seitwärts bewegen, so wie wir es im alten Jahr doch auch schon gesehen haben. Allerdings heute der DAX schon zeigt nicht ganz, wie spannend es ja gestern war mit Theresa May. Der DAX ging erst runter, dann hat sie angefangen zu reden und der DAX ist erstmal richtig nach oben. Kann jetzt durchaus sein, wie du schon andeutest, heute konsolidieren wir erstmal, schauen mal wieder, was kommt. Wobei man fairerweise sagen muss, mit der Vereidigung von Trump am Freitag, da wird erstmal nichts passieren. Der wird nicht vereidigt werden und wird dann sofort sagen, 35% Zoll auf alle Produkte, die nicht kommen. Das dauert dann vielleicht noch ein bisschen. Und auch mit Mario Draghi, der hat uns ja eigentlich im vergangenen Jahr noch geliefert. Also wir wissen, Anleiheprogramm läuft noch mal länger. Dafür dann die Reduzierung, das wissen wir schon. Es ist da auch nicht eine große Neuigkeit zu erwarten. Aber natürlich, die Anleger sehnen sich so ein bisschen danach. Gebt uns bitte neue Nachrichten, damit wir wissen, wohin der Markt laufen soll. Man sieht das auch schön am EUVAX-Sentiment. Der pendelt auch um die Nulllinie und zeigt so ein bisschen, die Anleger sind ratlos. Sie warten darauf, dass sich was tut. Aber irgendwie mag nichts passieren, was den Markt entweder mal nach oben anschiebt oder ihn auch weiter abstürzen lässt. Ich glaube, den Anlegern wäre mittlerweile beides recht. Hauptsache, es passiert mal wieder was. Schauen wir dennoch ein wenig auf Donald Trump. Am Freitag wird er vereidigt. Okay, er wird der 45. US-Präsident werden. Doch selten hat ein US-Präsident bereits im Vorfeld dermaßen polarisiert. Entsprechend gehen viele Unternehmen bereits auf Kuschelkurs mit dem neuen Präsidenten. Amazon will 100.000 neue Jobs schaffen. Lockheed Martin hat angekündigt, 1800 neue Jobs zu schaffen. Den neuen Flieger oder Hubschrauber möchte man so günstig wie möglich an die US Army verkaufen. Jetzt kam auch noch Bayer und Monsanto. Man sagt, im Zuge der Fusion werden Milliarden in den USA investiert. Woher kommt dieser Kuschelkurs? Und das ist doch fast schon einmalig, oder? Es ist einmalig und keiner will es sich mit Donald Trump verscherzen, quasi schon bevor der Mann im Amt ist. Man hat es ja auch gesehen, in deiner Aufzählung hat jetzt quasi ja noch die Chinesen gefehlt. Alibaba will ja auch, hat er angekündigt, wir schaffen 1 Million Jobs in den USA, wo man sagen muss, über irgendwelche Kleingewerbebetreibenden, die auf Alibaba dann ihre Produkte anbieten können. Naja, ob das so funktioniert, sei es mal dahingestellt, aber du hast vollkommen recht. Momentan versucht einfach jeder, sich so gut zu stellen mit Donald Trump, dass man sagt, ja, wir investieren doch in den USA, wir schaffen hier auch Jobs. Es werden mit Sicherheit auch in Zukunft weiter Jobs verlagert und ich glaube auch, dass Donald Trump irgendwann verstehen wird, dass man nicht alles in den USA produzieren kann. Aber wenn er medienwirksam, und das kann er ja echt gut, jetzt schon quasi die ganzen großen CEOs zu sich holt und quasi sagt, kommt, jetzt macht mir mal ein schönes Angebot und die machen dann medienwirksam, dass sie sagen, wir investieren dort Milliarden, dann ist das vor allem eines natürlich gut fürs Volk, weil die denken dann, oh mein, der Präsident tut was für mich, der schafft auch Jobs, auch wenn es vielleicht weniger ist, als man denkt. Neulich war er ja noch bei einem Unternehmen, das über 2000 Jobs verlagern wollte. Jetzt werden 700 Jobs erhalten, heißt aber, der Großteil wandert immer noch ab. Aber Donald Trump feiert das als Sieg. Für die Börsianer ist natürlich erstmal wichtig, dass man sich hier nicht, für die Unternehmen dann natürlich auch, dass man sich jetzt nicht mal erst ein Problem einkauft und der quasi ab Montag vielleicht dann irgendwie sagt, hier überall Strafzölle hoch, sondern dass man erstmal zeigt, wir wollen doch mit dir zusammenarbeiten, sei doch nett zu uns, dann sind wir auch nett zu dir. Und ich glaube, das wird sich auch durchsetzen, deswegen will sich niemand verscherzen. Und Bayer und Monsanto haben so lange rumgetan, auch für ihre Fusion. Die wollen jetzt auch, dass das durchgeht. Wäre schlimm, wenn Donald auf einmal sagt, no. Schauen wir ein wenig auf die Einzelwerte. Gestern Lufthansa der ganz große Gewinner. Es gibt Gerüchte um eine Übernahme von Etihad. Am Markt heißt es, es gab gestern so eine Art kleinen Short Squeeze. Jetzt scheint sich das ganze Thema wieder auf den Kopf zu drehen. Ja, also es ist tatsächlich so, momentan so ein bisschen auch Nachrichten haben, klar die politische Börse, aber
wenn dann sowas mal ist, wie bei Lufthansa in der Vergangenheit, kam die Aktie jetzt auch wieder immer mal ein bisschen erst nach unten. Und dann ist ja ganz so, dass dann Anleger vielleicht auch mal sagen, auf dieser Abwärtsbewegung, die möchte ich erst mal mitreiten, von der möchte ich profitieren. Und dann kommt eben so ein Gerücht, der Etihad könnte doch einsteigen. Es gibt ja so viele Fantasie in dem Moment, was ist mit Air Berlin, was ist mit Lufthansa, mit Etihad, passiert da irgendwas? Das hat die Aktie stark angestoßen, natürlich auch aus dem Grund, weil dann diejenigen, die auf fallende Kurse gesetzt haben, dann sich schnell wieder eindecken müssen, müssen also diese Position auflösen. Jetzt heute allerdings schon fast wieder etwas Ernüchterung, Aktie kommt 1% zurück, aber viel wichtiger noch, Etihad hat offiziell mittlerweile eigentlich dementiert, dass man wirklich Interesse daran hätte, bei Lufthansa einzusteigen. Also möglicherweise war diese Spekulation auch nur von kurzer Dauer. Schauen wir zum Abschluss noch ein wenig in die zweite Reihe. Gerresheimer heute an der MDAX-Spitze natürlich in der zweiten Reihe. Es gab da offensichtlich eine Kaufempfehlung. Ja, die Deutsche Bank hat sich positiv geäußert. Die Aktie geht richtig schön durch die Decke. Und das ist ja für Anleger immer schon mal so ein Signal, wo sie sagen, oh, wenn nach einer Kaufempfehlung so eine Aktie anspringt, da könnte ja vielleicht in Zukunft wieder mehr drin sein. Bei Gerresheimer kommt noch mit dazu, ist bei den Anlegern generell so eine Aktie, wo sie gern mal drauf schauen, auch mit Derivate mit dabei sind. Und es ist jetzt auch durch diesen Kurssprung von heute eine Aktie, die jetzt nahe an ihrem Allzeithoch wieder ist. Und dann wird sie auch für andere Anleger wieder interessant, die vor allem trendfolgend einsteigen, also die genau auf so eine Situation dann natürlich warten. Und auch hier wieder in einem ansonsten momentan eher nachrichtenarmen Umfeld ist dann das gern eine Geschichte, die unsere Anleger aufnehmen und dann auch spielen. Der Blick in den Handel an der Börse Stuttgart einmal mehr mit Norbert Paul. Vielen Dank für das Gespräch.